Heutzutage ist eine Webseite unverzichtbar, auch um Spenden zu gewinnen. Denn die meisten Menschen informieren sich über eine Organisation heutzutage online. Wie Sie Ihre Webseite so gestalten können, dass Besucher den Impuls verspüren, Ihre Organisation zu unterstützen und gleichzeitig auch unmittelbar die Möglichkeit dazu haben, darum soll es heute in diesem Webinar gehen. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Webinar Mehr Spenden über die eigene Webseite gewinnen. In den kommenden 60 Minuten erfahren Sie alles darüber, wie Sie Ihre digitale Visitenkarte so optimieren, dass die Zahl der Spenden stark ansteigt. Und ich freue mich sehr, unseren heutigen Experten zu diesem Thema begrüßen zu dürfen. Hallo Matthias Marx vom Engagementzentrum. Hallo Marina, hallo liebe Teilnehmerinnen, auch zu dem heutigen Webinar von meiner Seite. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Matthias Marx ist zertifizierter Stiftungsberater und Manager, Fundraising-Referent und Projektmanager für gemeinnützige Fördergelder und kann euch heute viel Wissen weitergeben. Vielen lieben Dank, Matthias, dass du dir heute die Zeit nimmst, dein Wissen mit uns zu teilen. Und in diesem Sinne heiße ich Sie offiziell nochmal vom Haus des Stiftens herzlich willkommen und wünsche Ihnen allen ein informatives und spannendes Webinar und übergebe damit auch direkt an Herrn Marx. Ja, herzlichen Dank, Marina, für die tolle Anmoderation. Schönen guten Vormittag. Schön, dass Sie alle dabei sind aus nah und fern gewissermaßen. Ich melde mich ja hier aus Braunschweig. Wir sitzen hier ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs im sogenannten Bravo Park. Und ich hoffe, Sie können mich gut verstehen, gut sehen. Sie können schon auch die Präsentation, die Startfolie sehen. Schön, dass Sie heute dabei sind bei diesem aus meiner Sicht sehr zentralen Thema, wenn es darum geht, eben Spenden zu sammeln. Die eigene Internetseite von gemeinnützigen Organisationen sollte aus meiner Sicht entsprechend gut gestaltet sein. Und Sie werden sicherlich jetzt auch den Antrieb gehabt haben, sich hierfür anzumelden, weil Sie auch vielleicht eine eigene Internetseite erstmal entwickeln möchten und dann entsprechend auch ja über diese Spenden, über diese Website auch Spenden sammeln möchten, oder Sie möchten eben Ihre bestehende Internetseite als Organisation entsprechend optimieren, um die Zahl der Spenden auch nach oben zu bringen. Also schön, dass Sie da sind. Ich werde ganz Matthias, man hört dich gerade nicht. Vielleicht bist du gerade irgendwie auf einer Stumm. Ja. Jetzt kann ich dich wieder hören. Ich hoffe, Sie haben sonst alles zu Beginn gehört. Genau, ich würde ganz kurz. War nur ganz kurz bei deiner Vorstellung, genau. Dankeschön, Marina. Ich würde ganz kurz nochmal auf mich eingehen als Referenten, auf das Engagementzentrum, dass Sie wissen, wer da heute zu Ihnen spricht und welchen Hintergrund derjenige hat. Ich bin ausgebildeter Politikwissenschaftler, bin dann nach meinem Studium in den gemeinnützigen Bereich hineingekommen. Habe mich dort in verschiedenen Bereichen weiterentwickelt und vor allen Dingen im Stiftungswesen habe ich jetzt für mich einen Schwerpunkt gesetzt im Bereich Fundraising und auch im Bereich der Akquise von Fördergeldern, von Fördermitteln. Ich bin auch Ansprechpartner unserer eigenen Crowdfunding-Plattform. Also wer von Ihnen vielleicht mal ein Crowdfunding-Projekt starten möchte und noch nicht so weiß, auf welcher Plattform er das machen möchte, ist auch herzlich eingeladen. Das bieten wir nicht nur den Organisationen aus unserem Geschäftsgebiet an, sondern auch darüber hinaus. Von daher kommen Sie da gerne auf mich zu. Ich bin selber auch ehrenamtlich aktiv in einem noch recht jungen Verein, Light Up Germany. Dort bin ich auch für das Fundraising zuständig und unter anderem auch dafür zuständig, eben, dass unsere Website entsprechend gut gestaltet ist, was das Fundraising und die Spendenakquise angeht. Ganz kurz zum Engagementzentrum. Wer sind wir? Wir sind eine gemeinwohlorientierte Tochtergesellschaft der hiesigen Volksbank Bravo. Wir wurden 2015 gegründet. Wir sind so ein weiterer Baustein neben der hauseigenen Volksbank Bravo Stiftung, ihrem Kindernetzwerk und der, ja, man muss sagen, neuen Dachstiftung, die die Volksbank Bravo im vorletzten Jahr ins Leben gerufen hat, der sogenannten Bravo Stiftergemeinschaft. Wir haben aber als Engagementzentrum eben keinen Schwerpunkt im Bereich Kinder- und Jugendhilfe, wie das jetzt zum Beispiel für die Volksbank Bravo Stiftung gilt, sondern wir beraten eben umfassend, ob es Organisationen sind aus dem Bereich Kultur
Umweltschutz, Sport, wer auch immer im gemeinnützigen Bereich unsere Unterstützung braucht, bestehende Organisationen, Privatpersonen, die etwas Gemeinnütziges vorhaben oder auch Unternehmen, der ist bei uns, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Und wenn wir für uns wissen, wir sind da nicht der richtige Ansprechpartner, schauen wir natürlich in unserem Netzwerk, wer Ihnen da weiterhelfen könnte. Wir haben da für uns einen gewissen Schwerpunkt gesetzt in den letzten Jahren im Bereich Stiftungsgründung, Beratung und Verwaltung, im Bereich Fundraising. Also wer vor allen Dingen von Ihnen in diesen Bereichen Unterstützung braucht, kommen Sie da gern auf uns zu. Da bieten wir natürlich auch eine kostenfreie Erstberatung an, wenn es zum Beispiel auch darum geht, eine eigene Fundraising-Strategie zu entwickeln. Fokus unserer Aktivitäten ist die sogenannte Bravo-Region, das Geschäftsgebiet der Bank, aber wir sind eben auch bundesweit tätig, beraten Organisationen aus Hamburg, aus München, aus Dortmund, aus Leipzig, wo auch immer sie herkommen. Und wir würden auch selbstverständlich Organisationen aus Österreich oder der Schweiz beraten. Von daher agieren wir da, glaube ich, recht ähnlich wie das Haus des Stiftens und freuen uns natürlich auch auf Ihre Anfragen. Gut, so viel zum kleinen Werbeblock, aber der dient ja auch dazu, dass Sie erstmal wissen, wer sitzt da eigentlich heute vor Ihnen, wer erzählt Ihnen da eigentlich was. Und das soll aber jetzt nicht in einen Monolog ausarten, sowohl was die Vorstellung unseres Hauses anbelangt und jetzt das Thema in den nächsten Minuten, sondern wir möchten natürlich auch Sie beteiligen und haben zu dem heutigen Thema eine kleine Umfrage vorbereitet und würden uns sehr, sehr freuen, wenn Sie sich daran einmal beteiligen. Und an der Stelle, Marina, gebe ich einmal an dich wieder ab. Sehr, sehr gerne. Jetzt sind Sie gefragt, liebe Teilnehmenden. Ich starte mal mit der ersten Frage. Welche Bedeutung kommt aus Ihrer Sicht der Webseite einer Organisation beim Online-Fundraising übers Internet zu? Eine enorm hohe Bedeutung, eine hohe, eine geringe oder vielleicht haben Sie auch gar keine Meinung zu dem Thema. Ich sehe, einige stimmen schon fleißig ab. Ich gebe Ihnen noch kurz Zeit, dass Sie hier an dieser Abstimmung mit teilnehmen können und schließe die Umfrage in 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt schauen wir uns natürlich das Ergebnis an. Also, dass das schon mal gut ist. Viele, also ganze insgesamt ja, 45% eine sehr hohe, 49% eine hohe. Also die meisten sind auf jeden Fall der Überzeugung, dass eine Webseite sehr wichtig ist, sind deswegen auch wirklich hier in diesem Webinar richtig, würde ich sagen. Und nur wenige sind der Meinung, dass es eine geringe, ja, eine geringe Bedeutung hat und ganze 1% enthält sich einfach. Genau, und dann kommen wir aber direkt zur zweiten Frage. Welchen Anteil machen die Online-Fundraising-Einnahmen am Gesamtspendenvolumen Ihrer Organisation aktuell denn schätzungsweise aus? Weniger als ein Drittel, mehr als ein Drittel, aber weniger als zwei Drittel, mehr als zwei Drittel oder aktuell keine Aussage möglich? Auch hier wäre es schön, wenn Sie wieder an der Umfrage teilnehmen könnten. Ich sehe, viele stimmen ganz fleißig ab und ich schließe die Umfrage in 5, 4, 3, 2, 1 und wir gucken uns natürlich das Ergebnis an. Und fast 60% haben weniger als ein Drittel angegeben. Matthias, überrascht dich das oder ist das auch etwas, was du erwartet hattest? Das habe ich tatsächlich erwartet. Wir schauen uns gleich mal die Ergebnisse einer Umfrage vor ein paar Jahren an, bei der ganz viele Organisationen auch befragt wurden, wie hoch sie den Anteil einschätzen. Ich glaube, bei vielen ist es tatsächlich eine Schätzung, weil die wenigsten werden das so explizit wissen. Darauf gehen wir später noch ein. Aber ich habe es ein Stück weit erwartet, ja. Super. Und dann kommen wir zur letzten Frage. Jetzt sind Sie noch einmal gefragt, liebe Teilnehmenden. Was sind aus Ihrer Sicht die zentralen Erfolgsfaktoren, um mit Hilfe der eigenen Webseite hohe Spendeneinnahmen zu erzielen? Sie können hier auch mehrfach auswählen. Ist es eine professionell designte Webseite? Sind es transparente Spendenverwendungen? Ein Angebot möglichst vieler digitaler Zahlungswege? Emotionalisierendes Bild- oder Videomaterial oder sonstiges. Das dürfen Sie dann sehr, sehr gerne in den Chat schreiben, wenn Sie sonstiges auswählen.
und ich sehe, es stimmen wieder fleißig die Teilnehmenden ab, aber ich gebe Ihnen noch mal ganz kurz Zeit und beende die Umfrage in 5, 4, 3, 2, 1. Und wir schauen uns auch hier natürlich das Ergebnis noch mal an. Und gewonnen hat mit 80% eine transparente Spendenverwendung, aber auch eine professionell designte Webseite, emotionalisierendes Bild- und Videomaterial und ein Angebot vieler digitaler Zahlungswege sind trotzdem auch sehr prominent vertreten, würde ich sagen. Im Chat kommen hier auch noch einige Nachrichten rein. Gutes Storytelling unter anderem. Der Spendenbutton muss gut zu finden sein. Wenige Klicks zur Spende und Reichweiteaufrufe. Genau. Ja, dann sage ich auch herzlichen Dank. Den Antworten gerade aus dem Chat entnehme ich ja fast schon, dass wir das jetzt hier eigentlich als Co-Referat, als gemeinsamen Vortrag gestalten könnten. Das sind ja sehr, sehr gute Hinweise nochmal gewesen, die auch ein Stück weit die Erfahrung zeigen. Ja, herzlichen Dank, dass Sie sich daran beteiligt haben. Das ging uns ja auch darum, uns nochmal einen kleinen Überblick über Sie zu verschaffen, über Ihre Motivation teilzunehmen und über Ihre Erfahrung, so ein Stück weit auch Bescheid zu wissen. Wir werden auf alle Punkte gleich nochmal zu sprechen kommen, auf den einen oder anderen Punkt auch nochmal in der Tiefe tatsächlich. Schon mal vielen Dank. Auch an dich, Marina, vielen Dank für die Durchführung der Umfrage. Ich hatte es eingangs erwähnt, es gab vor ein paar Jahren eine Umfrage unter zahlreichen gemeinnützigen Organisationen. Die erste Frage, die dort gestellt war, wie Sie das einschätzen, was aus Ihrer Sicht die aktuell wichtigsten Fundraising-Kanäle sind. Sie sehen das hier entsprechend, Unternehmensspenden, Förderung durch Stiftungen, Postmailings, Mitgliedsbeiträge, dergleichen. Aktuell war das Online-Fundraising da eben eher ja weiter unten angesiedelt mit knapp 16%. Als man sie dann aber gefragt hat, wie schätzt ihr das zukünftig ein? Was sind die zukünftig wichtigsten Fundraising-Kanäle? Da hat das Online-Fundraising eben den Platz 1 eingenommen. Also die Bedeutung auch des Online-Fundraisings ist sicherlich vielen Organisationen auch bewusst und welche Dynamik in diesem Bereich auch liegt. Und Teil des Online-Fundraisings ist natürlich auch definitiv die eigene Website. Ich weiß nicht, wie Sie das bewertet hätten an dieser Stelle oder aktuell bewerten, was da die zukünftig wichtigsten Fundraising-Kanäle sind. Klar ist, auch andere Kanäle werden weiterhin ihre Bedeutung haben, um Spenden zu akquirieren, andere Formen von Unterstützung. Aber das Online-Fundraising gehört sicherlich auch so zu den Top 3, wenn man sich mal die Fundraising-Maßnahmen, die dann eine entsprechende Relevanz in der Zukunft haben, auch ansieht. Zu der Frage, ob die Organisationen eben das Online-Fundraising aber auch nutzen, sehen Sie auch hier eine gewisse Entwicklung in den Jahren. Da war eben schlicht ge danach gefragt worden, nutzen Sie eben Online-Fundraising, ja oder neu nein? 2011 war das noch recht ausgeglichen zwischen den Organisationen. Bei der letzten Umfrage, dann 2019, war das dann schon recht eindeutig. Zumindest 2 Drittel der Organisationen haben da angegeben, dass sie auch Online-Fundraising selbst einsetzen. Und da gehe ich mal ganz stark davon aus, dass da eben auch die Website einen zentralen Stellenwert dann bekommen hat innerhalb des Online-Fundraisings. Dass das Online-Fundraising so an Bedeutung gewonnen hat, hängt sicherlich auch damit zusammen, weil es eben nochmal deutlich mehr Internetnutzerinnen und Nutzer gibt. Die Zahl ist ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten weiter angestiegen, prozentual gesamtgesellschaftlich bezogen auf die Gesamtbevölkerung. Ist da sicherlich eigentlich nur noch eine kleine Lücke von Menschen, die tatsächlich keinen Zugriff haben, auf das Internet, wenn man jetzt zumindest mal Deutschland betrachtet. Was ist eigentlich Online-Fundraising? Bevor wir zur Website kommen, möchte ich das einfach nochmal kurz ansprechen. Also Online-Fundraising ist die Kommunikation über das Internet mit dem Ziel, Förderer und Interessenten zur Unterstützung, ja, gegebenenfalls eben die Geldspende zu gewinnen. Die Spende wird dabei direkt über das Internet ausgelöst und ist damit maßnahmenbezogen messbar. Also hier nochmal die Betonung eben
dass natürlich Kommunikation über das Internet damit gemeint ist, dass unterschiedliche Gruppen da auch mitunter angesprochen werden. Aber im Fokus steht eben die Geldspende, die finanzielle Unterstützung der Organisation. Und es ist eben der Auslöser über das Internet. Und es ist ein Stück weit auch je nachdem, was man da jetzt als Maßnahme hat, eben auch messbar, was natürlich auch ein Riesenvorteil sein kann, wenn man schauen möchte, welche Maßnahmen eben funktionieren und welche eben nicht. Wenn wir von Fundraising sprechen, müssen wir natürlich auch immer darüber sprechen, was geben wir an Investitionen in diesem Bereich, was haben wir an Erträgen, also immer Aufwand und Ertrag natürlich gegenüberstellen. Hier nochmal eine Frage aus dieser Studie von Altruia, diesem Unternehmen, was in diesem Bereich Online-Fundraising auch berät, eben nach der Frage, welchen Anteil macht das Online-Fundraising am Gesamtspendenvolumen Ihrer Organisation aus? Zum damaligen Zeitpunkt war das dann eben so, dass knapp 40% der Organisationen eben gesagt haben, dass es lediglich im Bereich von 1 bis 4% am Gesamtspendenvolumen beträgt. Einige haben auch gesagt, es ist eben ja schon mal deutlich mehr, je nach Organisation. Aber ich schätze mal, dass tatsächlich der Großteil an Organisationen diese Frage so beantworten wird, wie Sie das tatsächlich in der Umfrage jetzt gemacht haben und sagen wird, dass es eben weniger als ein Drittel am Gesamtspendenvolumen einnimmt. Aber mitunter hängt es sicherlich auch davon ab, wie gut man die eigenen Zahlen kennt, ob es da entsprechende gute Berichte gibt, auch was das Online-Fundraising anbelangt, dass man diese Maßnahmen gut auswerten kann oder nicht. Manchmal schätze, also ich nehme an, dass viele Organisationen da so ein bisschen mit einer Art Bauchgefühl drauf antworten, wie sich das verhält im ja, Vergleich zu anderen Fundraising-Maßnahmen, zum Beispiel zum Spendenbrief oder zum Event-Fundraising, was auch immer da bei Ihnen jetzt auch im Fokus des Fundraising steht. So viel so ein bisschen zu den Statistiken, die ja auch dazu dienen sollten, dass Sie das so ein Stück weit einordnen können, wie es auch andere Organisationen betrachten. Wenn wir über das Fundraising sprechen, das Online-Fundraising, dann sprechen wir ja über ganz verschiedene Maßnahmen, die grundsätzlich in Frage kommen. Wir reden über Spendenplattformen. Also alles sind ein Stück weit auch Maßnahmen, über die Spenden auch gewonnen werden können. Es gibt Online-Banner, es gibt Werbung im Internet, die man einsetzen kann. Suchmaschinenmarketing, Suchmaschinenoptimierung, Social Media. Natürlich können Sie auch Facebook, Instagram und dergleichen einsetzen. Sie können Newsletter einsetzen, Sie können E-Mails einsetzen, um darüber Spenden zu generieren. Sie können auch, das ist so ein neuerer Trend, auch vielleicht Influencer einsetzen, die dann entsprechend auch ja, ein Stück weit Werbung machen für ihre Organisation und dazu beitragen, dass sie Spenden gewinnen. Aber letzten Endes, aus meiner Sicht, fließt alles, was sie dort tun, letztendlich in eine Richtung, nämlich in die Richtung ihrer Website. Dort findet ganz viel statt. Da sprechen wir gleich nochmal drüber, wie das im Einzelnen aussehen kann. Aber alles, was an Maßnahmen da so passiert, findet aus meiner Sicht so statt, dass am Ende des Tages viele Verlinkungen sind, die auf die eigene Website dann entsprechend führen. Einiges ist so ein bisschen ausgelagert. Wenn wir jetzt von Spendenplattformen sprechen, können Sie natürlich über eigene Projektseiten, die dort auch präsentiert sind, auch Spenden sammeln. Aber vieles hat eben einen direkten Link, eine direkte Verbindung zu Ihrer Website. Ich habe Ihnen natürlich das Thema sehr, sehr umfangreich. Es gibt zahlreiche Literatur, es gibt Videos zu dem Thema. Ich habe versucht, das, was ich so als wichtig erachte, zusammenzufassen zu 7 Tipps. Andere würden vielleicht sagen, es sollten 10 Tipps sein, wie auch immer. Wir haben jetzt eine Stunde Zeit. Von daher habe ich es jetzt versucht, aus meiner Sicht 7 wichtigsten Tipps für mehr Spenden über die eigene Website zu begrenzen. Tipp Nummer 1 ist, weisen Sie in der Navigationsleiste auf das Thema Spenden hin. Also bestenfalls hat die Website dann eben oder die Unterseite, die zur Spendenrubrik führt, dann eben den Namen Ihrer Organisation, der Website, slash Spenden. Das wäre sehr, sehr gut, wenn das so in der Form prinzipiell gestaltet ist.
Ist auch gut aus meiner Sicht, wenn man sich immer mal anschaut, wie machen das eigentlich die großen, sehr erfolgreichen spendensammelnden Organisationen. Ich habe Ihnen hier so ein paar Beispiele mitgebracht. Sie sehen das, dass das Thema Spenden direkt auf der Website der Organisation auch einen entsprechenden Stellenwert hat. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie meinen Cursor sehen. Sie haben einmal hier links in der Navigationsleiste diesen Text Spenden und Helfen, wo man darüber auch entsprechend zu einer Unterseite gelangt, wo dann nochmal einzelne Themen zum Spenden aufgelistet sind, allgemein zum Thema Spenden, dauerhaft zu spenden als Dauerspender oder Fördermitglied, unterschiedlichste Themen dort auch angesprochen werden. Aber Sie haben gleichzeitig auch hier oben rechts nochmal farblich abgehoben, eben nochmal diesen Text Spenden. Und das ist so ganz klassisch, sage ich mal, dass das zumindest die großen Organisationen so machen, dass sie immer nochmal gesonderte farblich abgehobene Spenden-Button auch haben. Hier sehen Sie ein anderes Beispiel von UNICEF. Da ist die Navigationsleiste nochmal ein bisschen verknappter. Informieren, mitmachen und spenden. Auch hier gibt es dann eben die Möglichkeit, über diesen Spendenbereich dann nochmal nähere Informationen abzurufen. Aber Sie haben nochmal dieses Jetzt spenden, diesen farblich abgehobenen Button, wo Sie dann auch nochmal direkt zum jeweiligen Spendenformular gelangen. Oder mitunter werden auch die Slider nochmal genutzt, dass man auch über die Sliderbilder eben zu diesen Rubriken dann gelangt. Anderes Beispiel ist SOS Kinderdorf, auch wieder ganz ähnlich gestaltet. In der Navigationsleiste hier auch der Text im mittleren Bereich Spenden und oben rechts auch wieder farblich abgehoben dieser Button Spenden. Anderes Beispiel Seenotretter. Die haben das auch entsprechend in der Navigationsleiste mit untergebracht, dieses Thema, und haben dann nochmal rechts, Sie sehen dieses kleine Bötchen, auch nochmal ganz stark rot farblich abgehoben, so als Signalfarbe, dieses Thema der Spenden. Also das durchzieht eigentlich auch die Websites dieser sehr großen Organisation. Das beginnt im Kopf der Websites und zieht sich dann gewissermaßen auch bis zum Footer, bis zum unteren Bereich der Website auch in der Form so durch. Vielleicht ganz kurz noch der Hinweis. Ich würde sagen, Sie können natürlich hier oben auch in der Navigationsleiste von Helfen sprechen und dergleichen, aber es sollte definitiv auch das Wort Spenden dort auftauchen, weil das ist so ein ganz starkes Signalwort. Jemand, der spenden möchte, sucht auch direkt nach diesem Text und nach diesem Wort. Also Sie können natürlich eine Rubrik haben, Spenden und Mithelfen oder dergleichen, wie auch immer, wo auch unterschiedlichste Formen der Unterstützung angesprochen werden. Aber diejenigen, nehme ich mal an, die jetzt wirklich darauf aus sind, Sie finanziell zu unterstützen, die suchen auch direkt nach diesem Wort Spenden auf Ihrer Website. Ob Sie jetzt noch ein Jetzt davor setzen, nochmal so ein Call to Action draus machen, also nochmal den Impuls sozusagen verstärken wollen oder auch nicht. Das Thema Spenden und der Begriff sollte aus meiner Sicht auch definitiv direkt sichtbar auftauchen. Tipp Nummer 2, machen Sie es dem Spender so leicht, anschaulich und komfortabel wie möglich. Stichwort Online-Spendenformular. Hier habe ich auch nochmal aus dieser Umfrage das mitgebracht. Da war die Frage eben, ob die Organisationen auch ja, Spendenformulare einsetzen beim Online-Fundraising. Und zumindest 50% der Organisationen, knapp die Hälfte, hat eben auch geantwortet, dass sie eben auch Spendenformulare einsetzen. Und das waren eher größere Organisationen, die sich auch an dieser Umfrage beteiligt haben. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen aktuell aussieht, ob Sie das schon tun, ob Sie darüber nachdenken, das zu tun. Wir kommen jetzt noch mal ein bisschen darauf zu sprechen, worauf da vielleicht auch zu achten ist und welche Formulare vielleicht auch in Frage kommen. Die Spendenformulare selbst, die stecken meist direkt dann auch hinter so einem Button Spenden oder Jetzt spenden. Das heißt, da gelangt man nicht erst nach 3 Klicks drauf, sondern mitunter eben ganz direkt. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man da nicht zusätzliche Hürden setzt, dass Leute erst über Umwege zu diesem Spendenformular finden, weil die haben den Impuls, die wollen spenden und sind dann vielleicht auch schnell genervt, wenn sie zahlreiche Unterseiten erstmal durchforsten müssen, um zu finden, wo sie denn eigentlich spenden können. Also das sollte wirklich schnell erreichbar sein. Jemand hat ja im Chat auch geschrieben, wenige Klicks.
Das ist sicherlich ganz, ganz wichtig, dass man da auch keine zusätzlichen, unnötigen Hürden setzt, wenn Leute da auch direkt spenden möchten. Hier ist mal so ein Beispiel vom WWF für ein Spendenformular. Die machen das sehr, sehr schön optisch gestaltet, fügt sich sehr schön auch in die Website ein. Die großen Organisationen geben da entsprechend auch viel Geld für aus. Damit das so stimmig ist, häufig wird auch dieser Spendenprozess, die Angaben, die man machen muss, auf mehrere Schritte auch aufgeteilt. Sie sehen hier an diesem Beispiel, ich hoffe, Sie können das ganz gut sehen, dass auch da gewissermaßen eine Marke gesetzt ist, jetzt 75 Euro. Da ist jetzt dieser Regler an diesem Punkt gesetzt. Also da setzt man auch eine Art Benchmark, einen Orientierungswert, den man sich eben, ja, ein Stück weit vielleicht wünscht aus Organisationssicht, dass es diesen Spendenbetrag dann auch im Mittel gibt. Da muss man dann eben als Organisation mal schauen, was man dort angibt. 75 Euro klingt jetzt erstmal hoch, aber wenn man sieht, was jetzt im Durchschnitt in Deutschland gespendet wird, ich meine, das sind jetzt knapp 40 Euro pro Spendenakt, dann ist es wieder recht, im Mittel, würde ich mal sagen. Also da müssen Sie natürlich dann entscheiden, was dort auch erscheinen soll. In der Regel kann man eben auch angeben, ist es jetzt eine einmalige Spende, eine monatliche, eine jährliche Spende, also soll das dauerhaft passieren, regelmäßig oder wie auch immer, dass der Spender eben da auch die Auswahl hat und die Möglichkeit hat, auch dauerhaft zu unterstützen. Und das sollte eigentlich auch so eingestellt sein, entweder dass gar nichts eingestellt ist, oder eben auf einmalig. Kritisch aus meiner Sicht ist, wenn es wirklich auf dauerhaft eingestellt ist von vornherein, weil manche Spender das vielleicht dann auch übersehen könnten. Die wollen dann einmalig spenden, haben dann übersehen, dass da vielleicht auch direkt dauerhaft gesetzt ist, eingestellt ist. Und dann kann es vielleicht im Nachgang nochmal zu gewissen Problemen mit dem Spender führen, wenn er dann doch entdeckt, dass mehrfach von seinem Konto abgebucht wurde. Von daher sollte man sicherlich da auch sozusagen die aktive Einwilligung in das dauerhafte Abbuchen da auch einfordern. Brot für die Welt macht das auch sehr, sehr schön. Schauen Sie sich das gerne mal bei diesen Beispielen auch nochmal im Nachgang auf den Websites der Organisation an. Da sehen Sie das auch, dass das so eingestellt ist, dass diese unterschiedlichen Angaben in mehreren Schritten dann auch eingegeben werden. Das heißt, man hat nicht erstmal so ein ellenlanges Formular, wo dann sich der Spender auf einer Seite durch zahlreiche Felder klicken muss und Unterschiedliches eingeben muss und das Gefühl hat, ich werde ja nicht fertig, sondern man teilt das dann so in einzelne Schritte auf und das macht das Ganze so ein bisschen, ja, angenehmer für den Spender, will ich mal sagen. Anderes Beispiel, Brot für die Welt, auch ganz ähnlich. Das fügt sich dann einfach auch schön farblich immer ein. Häufig ist auch angegeben, dass es eben nach Dringlichkeit gesammelt wird, die Spenden. Das heißt, dass die Organisation natürlich dann frei entscheiden kann, was mit den Spenden passiert. Mitunter gibt es auch eine Auswahlmöglichkeit, dass sich der Spender direkt einzelne Projekte auch auswählt, die er konkret unterstützen möchte. Das ist eben sehr, sehr unterschiedlich gestaltet. Aber das gibt das eben auch technisch her, dass man dem Spender dann eine gewisse Auswahl auch lässt. Zahlungswege, sehen Sie hier, ist jetzt Lastschrift ausgewählt. Das ist natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich, was da und dort dann eben zur Verfügung steht. Wer jetzt von Ihnen auf der Suche ist und überlegt, welche Spendenformular können wir denn da einsetzen? Es gibt zahlreiche Anbieter. Manche sind kostenfrei, manche sind kostenpflichtig. Zu den kostenpflichtigen möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so in der Form sagen, kann ich auch nicht, da habe ich noch nicht eigene Erfahrungen mitgemacht. Schauen Sie sich das einfach mal an. Es gibt eben auch so eine Übersicht über die unterschiedlichen kostenpflichtigen Spendenformularanbieter, wo dann nochmal die einzelnen Konditionen auch aufgeführt sind im Internet. Ich möchte eigentlich nochmal ganz kurz darauf eingehen, für diejenigen, die sagen, ja, kostenpflichtig ist zwar schön und gut, aber wir haben jetzt tatsächlich nichts mehr an Budget da und wir würden im ersten Schritt zumindest erstmal ein kostenfreies Spendenformular einsetzen wollen. Da gibt es aus meiner Sicht zwei Organisationen, die auch als gemeinnützig anerkannt sind, die da einen guten Service bieten, ein gutes Angebot machen. Das eine ist Better Place, die bieten ein kostenfreies Spendenformular an, was man auch einsetzen kann auf der eigenen Website. Man kann das entsprechend auch farblich anpassen, muss sich eben registrieren als gemeinnützige Organisation und kann das dann auf der eigenen Webseite auch anbieten. Ich meine, dass da 2,5% jetzt
in Rechnung gestellt werden als Gebühr, aber zumindest die Einrichtung ist definitiv auch kostenfrei. Also schauen Sie das gerne mal an, ob das für Sie in Frage kommt. Man kann das nachher auch auf Facebook entsprechend verlinken oder auf der eigenen Website einsetzen in der Spendenrubrik. Das andere Beispiel ist Help Direct, auch eine gemeinnützige Organisation, die so ein kostenfreies Spendenformular anbietet. Auch hier ist die Bereitstellung kostenfrei und die refinanzieren das eben auch sozusagen den laufenden Betrieb über freiwillige Mitspenden von Spendern. Also da taucht einfach im Spendenprozess nochmal die Aufforderung auf oder die Bitte, auch entsprechend für die Bereitstellung dieses Service eine Spende dann zu tätigen. Und diese Spende fließt dann eben nicht der Organisation zu, die eigentlich um Spenden bittet, sondern eben dann Help Direct, damit sie da entsprechend auch ja, der Organisation, die eigentlich Spenden sammeln möchte, auch nichts in Rechnung stellen muss. Es gibt auch mal die Möglichkeit, dass man zusätzliche externe Zahlungsanbieter nochmal mit einbindet, zusätzliche Zahlungswege. Das ist dann aber auch mit zusätzlichen Gebühren verbunden. Da müssen Sie einfach dann nochmal schauen, ob das für Sie in der Form in Frage kommt. Aber ich meine, die klassischen Zahlungswege sind hier auf jeden Fall auch in dem Spendenformular vorhanden. Auch PayPal, das werden Sie wissen, bietet die Möglichkeit, dass man ein Spendenformular und Spendenbutton auf der eigenen Website einsetzt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, entweder ausschließlich oder ergänzend. Ich würde aber sagen, nutzen Sie das eher ergänzend zusätzlich zu einem Spendenformular, vielleicht nochmal als niedrigschwelligen Weg, wenn das Spendenformular selbst diesen Zahlungsweg nicht vorsieht. Ich meine, dass viele tatsächlich über Spenden, über PayPal auch spenden, auch genauso wie sie im Internet einkaufen. Von daher ist das, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Zahlungsweg, den man den Spendern auch eben anbieten sollte. Das ist mit gewissen Gebühren an der Stelle verbunden. Es gibt Sonderkonditionen für registrierte gemeinnützige Organisationen. Sie sehen da entsprechend, dass es dann eben diese 1,5% des Spendenbetrags sind plus nochmal 35 Cent pro Transaktion. Das ist der Stand des heutigen Tages. Es wird sich sicherlich nochmal in den nächsten Jahren verändern. Ist einfach nochmal eine Möglichkeit, natürlich auch so einen Spendenbutton einzubauen. Machen auch einige Organisationen, wie gesagt, zusätzlich zu dem Spendenformular. SOS Kinderdorf macht das auch so in der Form, dass das nochmal als einzelner Button hier auch jeweils auf den eigenen Unterseiten erscheint. Sie sehen das ganz unten, diesen PayPal-Button. Ist einfach nochmal so ein direkter, niedrigschwelliger Weg, den man da auch nochmal anbieten möchte. Ein Thema, was aus meiner Sicht leider immer zu kurz kommt und was mir aber nochmal bewusst wurde in der Vorbereitung, dass es, glaube ich, ein ganz wichtiges ist, gerade im Hinblick auf bestimmte Spenderzielgruppen, ist die Barrierefreiheit der eigenen Website. Man geht ja immer davon aus, so von sich selbst, wenn man sozusagen gute Augen hat und wenn man ja, der deutschen Sprache mächtig ist und entsprechend lesen kann, dass das alles schon verständlich ist, was man dort schreibt und wie die Website eben aufgebaut ist. Aber mitunter ist eben die Website nicht barrierefrei, gerade wenn es darum geht, dass Menschen Einschränkungen beim Sehen, Hören, Bewegen oder eben beim Verarbeiten von Informationen haben. Und wenn wir davon sprechen, dass natürlich dann eben auch ja, Menschen, die vielleicht beeinträchtigt sind, auch genauso potenzielle Spenderinnen und Spender sind, ihre Internetseite besuchen und spenden möchten, dann ist es sicherlich auch wichtig, dass man sich diesem Thema auch entsprechend widmet und dass man dafür sorgt, dass eben Formulare entsprechend gestaltet sind, Buttons entsprechend gestaltet sind, dass man das vielleicht auch so macht, dass einfach der Text gut lesbar ist, dass gewisse Texte auch vorgelesen werden und dergleichen. Und da gibt es ein Förderprogramm auch von Aktion Mensch, was ich einfach nochmal ans Herz legen möchte. Wenn Sie sagen, das ist auch gerade im Hinblick auf unsere Spenderzielgruppe ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich finde es generell ein wichtiges Thema, unabhängig, welche Spenderzielgruppe man da jetzt direkt im Kopf hat. Ganz generell gibt es eben Menschen, die da beeinträchtigt sind und die man natürlich auch berücksichtigen sollte, wenn es um die Gestaltung der eigenen Website geht. Es gibt eben dieses Programm von Aktion Mensch, Mikroförderung für Barrierefreiheit. Das gilt eben nicht nur für Baumaßnahmen, dass man da für Barrierefreiheit sorgen möchte, sondern eben auch für Websites. Von daher schauen Sie sich das gern mal an. Das steht gemeinnützigen Organisationen offen. Und solange das Programm noch läuft, sollte man das sicherlich auch aus meiner Sicht nutzen.
Noch ein weiterer Tipp, wenn Sie sich dieses Themas näher annehmen möchten, auch das Haus des Stiftens hat das in einer zweiteiligen Webinarreihe gemacht, barrierefreies Internet. Wirklich sehr, sehr wichtige, tolle Tipps, die dort genannt werden. Ich habe nichts an vergleichbarer Literatur gefunden und wenn, dann waren es meistens ellenlange Leitfäden, wo man sich schwer durchkämpfen muss. Im Rahmen dieses Videos wird das sehr schön aufbereitet, Beispiele genannt, wie man das gestalten kann. Also schauen Sie sich das gerne mal im YouTube-Kanal des Haus des Schiffens dann auch an. Das ist weiterhin als Video auch abrufbar. Warum ist die Barrierefreiheit der Website auch so wichtig? Wenn man nochmal sich vor Augen führt, dass eben bestimmte Altersgruppen auch ein sehr großes Volumen am Gesamtspendenvolumen beitragen, einen großen Anteil diese Spenden auch ausmachen, ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man insbesondere diese Altersgruppen auch, was die Gestaltung der Internetseite, der Spendenrubrik anbelangt, ins Auge fasst. Sie sehen das hier, das ist ja auch relativ bekannt, dass eben die Generation Ü50, Ü60, gerade Ü70, sehr, sehr hohe Beträge auch spenden. Das muss man sich einfach nochmal vergegenwärtigen. Natürlich ist es wichtig, auch für jüngere Zielgruppen und jüngere Spenderinnen und Spender die Seite gut zu gestalten. Aber im Hinblick auf die Spendeneinnahmen und den Anteil, den eben auch eher ältere Generationen am Spendenvolumen ausmachen, sollte man natürlich gerade im Hinblick auf diesen Stellenwert dieser Spenderinnen und Spender die Website entsprechend gut gestalten. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr vernünftig, diese Gruppe nochmal speziell in den Blick zu nehmen. Tipp Nummer 3, erzählen Sie Geschichten von Menschen, die von Ihrer Arbeit positiv betroffen sind oder sein könnten. Das Thema Storytelling kam auch im Chat schon vor. Gutes Storytelling, sehr, sehr wichtig, also Geschichten auch zu erzählen. Es gibt da grundsätzlich zwei Perspektiven im Storytelling. Die eine Perspektive ist die, dass man über gewisse Personen aus der Organisation, in Anführungsstrichen über Heldinnen und Helden, erzählt, was die Organisation Gutes tut. Das Beispiel sehen Sie hier, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Die haben auch eine eigene Rubrik, nennt sich Heldengeschichten auf der eigenen Internetseite, wo sie dann nochmal darüber berichten, Heldengeschichten unserer Lebensrechte, was tut eigentlich die DLRG, in welcher Form. Und das wird natürlich auch immer direkt in Verbindung gemacht mit dem Aufruf zu spenden. Also das ist so eine Perspektive, die man wählen kann, auch gerade um komplexere Sachverhalte gut darzustellen, um über Geschichten das ein oder andere, was die Organisation tut, nochmal anschaulicher zu gestalten, darüber zu berichten. Mitunter werden dann eben auch Rettungshunde eingesetzt, gerade auch für Menschen, die vielleicht eigene Hunde haben oder Hunde sehr gern haben. Darüber versucht man das dann eben auch nochmal so einen stärkeren Impuls zu setzen. Aber wie gesagt, immer in Verbindung auch mit dem Aufruf zu spenden, wenn Sie dieses Tool auch einsetzen des Storytellings. Eine andere Perspektive kann eben auch sein, dass man eher die Geschichten einsetzt von Menschen, die von der eigenen Arbeit auch profitieren als Organisation. Hier ist das Beispiel IGM genannt, also von Menschen, die aus Sklaverei tatsächlich befreit wurden. Die werden dann hier entsprechend porträtiert und auch hier ist es dann so, dass man eben dann zum Spenden aufruft, World Bicycle Relief, kennen Sie vielleicht. Da werden Fahrräder gespendet und an Menschen in Afrika weitergegeben, damit die zur Ausbildungsstätte, zur Schule und dergleichen kommen. Und hier werden auch entsprechend Geschichten erzählt. Oder ein anderes Beispiel, eben Charity Water. Die rufen nicht direkt zu Spenden auf, sondern rufen erstmal dazu auf, dass derjenige sich eben in den Newsletter einträgt und in einem zweiten oder dritten Schritt folgt dann eben die Bitte nach der Spende. Das kann natürlich auch ein Weg sein, dass man nicht direkt nach der Spende bittet, sondern erstmal sozusagen die Hürde ein bisschen niedriger setzt und erstmal darum bittet, überhaupt Kontakt aufzunehmen zur Organisation, sich einzutragen für ein Newsletter, für andere Kommunikationsmaterialien und dann im zweiten oder dritten Schritt um die Spende bittet. Wenn wir von Fundraising sprechen, dann ist es natürlich auch ganz wichtig, dass Emotionen mit im Spiel sind. Natürlich gibt es hier auch immer wieder Diskussionen, was für Bilder, Bildmaterial kann man einsetzen, was für Videomaterial.
Am Ende des Tages gilt aus meiner Sicht, ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte. Von daher ist es gut, gute Texte zu haben auf der eigenen Internetseite, auch seriös, professionell über die eigene Arbeit zu berichten, aber eben auch gute, authentische Bilder zu haben. Und von daher wäre auch mein Appell an Sie, schauen Sie da mal in die eigene Bilddatenbank, was Sie so tun als Organisation und setzen Sie und wählen Sie auch gute Bilder aus. Setzen Sie gute Bilder ein auf der eigenen Internetseite, so wie Sie das vielleicht im Spendenbrief machen, im Jahresbericht und dergleichen, um den Spendern auch zu zeigen, dass sie vernünftig und gut mit den Spenden umgehen. Ist natürlich immer eine ethische Frage, bis wohin geht man da auch bei Bildern, hängt natürlich auch sehr stark vom Themengebiet der Organisation ab, aber Bilder sind eben auch ganz, ganz wichtig. Tipp Nummer 4, zeigen Sie Menschen, die Ihre Arbeit unterstützen. Setzen Sie eben auch Testimonials von Spendern oder eben auch von Ehrenamtlichen ein. Sie kennen das vielleicht auch von großen spendensammelnden Organisationen, dass da häufig auch prominente Gesichter auftauchen in der Kommunikation. Hier das Beispiel SOS Kinderdorf. Die nennen jetzt hier so zwei, drei Beispiele von Fußballern, von Sängern, von Tagesschau-Moderatorinnen und dergleichen, die SOS Kinderdorf auch unterstützen, SOS-Botschafter sind. Vielleicht haben Sie auch selber als Organisation eben Fürsprecher. Aus meiner Sicht müssen die nicht immer prominent sein. Es können auch, sage ich mal, in Anführungsstrichen einfache Menschen sein, die sich eben für ihre Organisation aussprechen, die sagen, ich unterstütze Ihre Organisation gerne, weil die leisten tolle Arbeit, die gehen mit meinen Spenden gut um, ich weiß, was mit den Spenden passiert und dergleichen, die einfach dafür sorgen, diesen Impuls, den viele Spender haben, die manchmal aber unsicher sind, nochmal zu verstärken, einfach nochmal sozusagen über die Schwelle zur Spende gewissermaßen zu helfen durch ihre Aussage. Vielleicht haben Sie da einzelne Spender, die Sie kennen aus Ihrem Spenderkreis, die auch dazu bereit sind, mit Foto, mit einem kleinen Zitat auch dort zu erscheinen. Und vielleicht können Sie da auch eine gewisse Mischung reinbringen, sowohl was die Geschlechter anbelangt, was die Altersgruppen anbelangt, was gewisse Aussagen, warum sie unterstützt werden, anbelangt. Also, dass sich da auch einzelne Spenderinnen und Spender, potenzielle Spenderinnen und Spender auch wiedererkennen. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Methode. Nochmal, um so einen Impuls auch zu verstärken. Kurze Info an dich, noch Ja. ungefähr 5 Minuten, dann kommen wir zur Fragerunde, nur so für dich als Orientierung. Ja, vielen Dank, Marina. Tipp Nummer 5, zeigen Sie, was mit den Spenden passiert. Thema Transparenz, natürlich ganz wichtig, auch darauf einzugehen, dem Spender zu signalisieren, wir gehen sicher, sparsam, wirtschaftlich mit deinen Spenden um. Wenn Sie auch ein Spendensiegel haben, natürlich auch das einzusetzen, also nicht nur im Spendenbrief mit diesen Dingen zu arbeiten, sondern natürlich auch auf der eigenen Website. Sie sehen das hier, es taucht manchmal sehr, sehr groß auf. Wenn Sie dann noch selbst kein Spendensiegel haben, ich habe jetzt zumindest mal die drei prominentesten herausgesucht. Schauen Sie sich das gerne auch mal im Nachgang an, ob da etwas für Sie in Frage kommt. Initiative Transparente Zivilgesellschaft haben auch eher kleinere, mittelgroße Organisationen so als Spendensiegel oder als Zeichen, dass sie auch entsprechend transparent dort agieren. DZI Spendensiegel ist da sehr, sehr bekannt, haben vor allen Dingen auch die sehr, sehr großen spendensammelnden Organisationen oder es gibt auch vom Deutschen Spendenrat dieses Spendenzertifikat. Also wenn man das hat, sollte man das auf jeden Fall auch einsetzen auf der Website. Sie wissen, dass in Deutschland mag man Siegel, mag man Stempel, alles, was auch so das Siegel trägt, da verlässt man sich drauf. Also das mag den einen oder anderen nochmal dazu bewegen, auch etwas zu geben. Das ist ein Beispiel, wenn man dafür sorgen kann, eben Transparenz herzustellen. Ein anderes Beispiel wäre natürlich aber auch, dass sie konkret zeigen, was mit den Spenden passiert. Also was passiert mit einer Spende von 50 Euro, von 100 Euro, von 200 Euro, dass der Spender da nicht so im Nebulösen so ein Stück weit gelassen wird, sondern dass er schon konkret ein Stück weit weiß, was passiert mit meinen Spenden und mitunter bieten auch die Organisationen dann nochmal so einzelne Spendenpakete an, wo man dann auch konkret einen gewissen Betrag spendet und ganz genau weiß, was die Organisation damit macht. Mitunter bereiten sich die Organisation natürlich dann vor, dass sie das nochmal für andere Zwecke verwenden. Da muss man einfach nochmal schauen, wie die Organisation da verfährt. Tipp Nummer 6, bieten Sie Unterstützung bei Spenderfragen an, also auch sich hier nahbar zu zeigen. Einige Organisationen bieten einen Spendenservice an mit Ansprechpartnern, die telefonisch erreichbar sind, die per E-Mail erreichbar sind.
Manchmal ist es eine Person, die dort erscheint. Manchmal ist es ein Team von Ansprechpartnern, die eben zur Verfügung stehen, wenn ein Spender vielleicht wissen will, was passiert mit meiner Spende, wann erhalte ich die Spendenbescheinigung und da gewisse Informationen vielleicht vorab nicht auf der Internetseite gefunden hat. Tipp Nummer 7, testen Sie die mobile Ansicht Ihrer Website. Auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Viele Menschen gehen eben nicht mehr über den PC, über den üblichen Desktop ins Internet, machen das jetzt über Smartphone, Tablet und dergleichen, über mobile Endgeräte. Die Zahl steigt weiter an. Also auch da natürlich auf Nummer sicher zu gehen, dass alle Inhalte, die auch in der Spendenrubrik sind, gerade das Spendeformular, dass das gut abrufbar ist, dass das funktioniert. Und hier gibt es zwei Programme, die ich Ihnen nochmal so ans Herz legen möchte. Das eine ist Mobile First. Da können Sie auch so nochmal checken, wie die Darstellung ist Ihrer Spenderubrik auf unterschiedlichen Geräten. Das andere Beispiel ist jetzt Google Mobile Friendly. Kann man das genauso machen? Hier muss man einfach den Link zur entsprechenden Spenderubrik dann einfügen und kann das dann entsprechend testen. Also das Online-Fundraising hat ein Herzstück aus meiner Sicht. Das ist die eigene Website. Die sollte man entsprechend gut gestalten. Und damit bin ich angelangt bei den 5 Kernbotschaften. Und dann kommen wir zur Abschlussrunde und können dann nochmal auf Ihre Fragen eingehen. Botschaft 1, betrachten Sie Ihre Website als entscheidenden Spendenkanal und gestalten Sie sie entsprechend. Also das ist eben mitunter die erste Anlaufstelle, wo sich Spenderinnen und Spender, allgemein Interessierte über ihre Organisation auch informieren möchten und die sollte entsprechend gut auch gestaltet sein. Botschaft Nummer 2, bewerten Sie Ihre Website aus Sicht des potenziellen Spenders oder der Spenderin. Gestalten Sie den Spendenprozess niederschwellig, also immer auch mal drauf schauen, sozusagen aus den Augen des Spenders, der Spenderin, wie sind die Inhalte auch abrufbar, versteht man das, vielleicht auch mal Menschen aus dem eigenen Umfeld die Internetseite testen lassen und nicht nur Menschen aus der Organisation, die schon genau die Informationen haben, wo man davon ausgeht, dass ja auch die Außenstehenden das direkt verstehen, den Spendenprozess niederschwellig gestalten, das heißt in jedem Fall auch ein Spendenformular einsetzen oder zum und oder auch sicherlich das Spendenkonto angeben. Botschaft 3, setzen Sie auch emotionalisierendes, authentisches Bild- und Videomaterial ein, das seriöse Texte ergänzt. Also seriöse Texte sind definitiv auch wichtig, wo man eben auch auf die transparente Spendenverwendung und dergleichen eingeht, wo man auch eben Geschichten einsetzt, um die Arbeit der Organisation zu veranschaulichen. Aber Bilder sind eben auch sehr, sehr wichtig, was Emotionen anbelangt. Botschaft Nummer 4, bestärken Sie den Wunsch des Spenders, der Spenderin, dass die Spende bei Ihnen gut aufgehoben ist, eben indem man vielleicht Testimonials einsetzt, indem man nochmal so entsprechende Fürsprecher hat, die sich dafür aussprechen, die Organisation zu unterstützen. Also verhelfen Sie gewissermaßen dem Wunsch des Spenders zur Umsetzung und zeigen Sie, dass Sie eben gut mit den Spenden auch umgehen, wenn Sie vielleicht auch zeigen, dass Sie entsprechende Spendensiegel oder dergleichen auch haben. Und letzte Botschaft aus meiner Sicht ist, betrachten Sie Ihre Website als kontinuierliches Projekt und sinnvolle Investitionen. Wenn Sie das jetzt angehen, dann ist das sozusagen kein abgeschlossenes Projekt. Es ist gewissermaßen ja ein fortlaufendes Vorhaben. Man wird immer mal wieder auf die Website draufschauen müssen. Ist das noch alles so aktuell? Sie sicherlich nochmal umgestalten, optimieren, ergänzen, wie auch immer. Und es ist eben eine Investition. Von daher schrecken Sie auch aus meiner Sicht nicht davor zurück, wenn Sie da mal Geld in die Hand nehmen müssen an der einen oder anderen Stelle, was vielleicht ein sehr, sehr gutes Spendenformular anbelangt, was vielleicht grundsätzlich das Design der Spendenrubrik anbelangt, auch gute Bilder, dass man nicht unbedingt immer nur kostenfreies Material dort einsetzt, sondern mitunter auch vielleicht kostenpflichtiges Material. Also letzten Endes geht es ja auch darum zu investieren, damit Sie einen entsprechenden Ertrag zurückbekommen. Von daher mein Tipp, ja, auch da und dort einfach mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und nicht grundsätzlich das auszuschließen. Und damit sage ich ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und stehe natürlich jetzt auch für Rückfragen im Rahmen der Umfragerunde zur Verfügung. Herzlichen Dank.
Vielen lieben Dank für den Vortrag. Es sind definitiv einige Fragen reingekommen. Ich würde einfach mal direkt mit der ersten starten. Da hat eine Teilnehmende oder ein Teilnehmender gefragt, was du von QR-Codes hältst, mit denen man direkt über die Banking-App, die man direkt über die Banking-App einscannen kann und so dann klassisch, also so spenden kann, im Vergleich zu den klassischen Spendenformularen. Was ist deine Meinung? Gut, schlecht. Ich sehe das als sinnvolle Ergänzung. Also man muss sich natürlich immer auch die Frage stellen, wie gelangen denn eigentlich die Leute auf meine Internetseite? Das bringt ja nichts, die am besten gestaltete Internetseite zu haben, die schönste Spendenrubrik, ohne dass Menschen auf der Website vorbeischauen. Von daher muss man natürlich immer überlegen, was sind denn eigentlich die Kanäle, die wir denn einsetzen können, damit Menschen am Ende des Tages auch zu unserem Spendenformular finden oder überhaupt zu einer Spendenmöglichkeit finden. Von daher finde ich es gut, wenn Sie einfach nochmal abklopfen, was sind Kommunikationsmaterialien, haben wir Flyer, wo wir dann entsprechend verlinken können, auch über einen QR-Code verlinken können. Verlinken wir direkt zu einer Möglichkeit, gar nicht über unsere eigene Internetseite, sondern vielleicht ergänzend nochmal irgendwo hinein ins Online-Banking oder dergleichen, was Sie da jetzt vielleicht als Möglichkeit noch haben. Ich würde sagen, sowohl als auch, aber aus meiner Sicht sollte eben in erster Linie die Website, die Spendenrubrik und das Spendenformular eben gut abrufbar und funktionieren, natürlich am Ende des Tages. Dankeschön. Wie kann man auf der Webseite Dauerspender gewinnen? Hast du da vielleicht noch den ein oder anderen Tipp? Ja, also es ist ja auch so, das Beispiel hatten wir ja zu Beginn, dass oftmals auf den Spenderubriken oder in den Spenderubriken auch unterschiedlichste Formen der Unterstützung auch angesprochen werden. Nicht nur die einmalige Spende, die einmalige Unterstützung, sondern auch die dauerhafte, regelmäßige. Bestenfalls taucht es eben auch so im Spendenformular auf, dass man die Auswahlmöglichkeit hat, einmalig zu unterstützen, dauerhaft zu unterstützen. Aber es sollte eben als Thema auch selber textlich auf der eigenen Internetseite in der Spendenrubrik auch definitiv auch auftauchen. Man muss sagen, dass das ja nochmal eine zusätzliche Hürde mitunter auch ist. Ich würde also nicht im ersten Schritt direkt nach einer dauerhaften Spende fragen. Das machen sicherlich Menschen, die schon mal einmalig gespendet haben, die auch dann erkannt haben, die gehen gut sozusagen mit meiner Spende um. Das funktioniert alles auch mit der automatischen Dankes-E-Mail oder was man da auch einrichten kann. Und dann beim zweiten oder dritten Versuch eben und dann auch sagen, ich möchte dauerhaft spenden, ich möchte Dauerspender, Fördermitglied werden und dergleichen. Ich würde es eben nicht ganz nach vorne stellen, aber auch nicht komplett unter den Tisch fallen lassen. Also ich würde es mit platzieren als Thema definitiv ist ja sehr, sehr wichtig, dass man auch über Dauerspenden ein gutes Fundament sich da aufbaut. Aber aus meiner Sicht sollte es nicht Thema Nummer eins sein, wenn Menschen auch auf die Spendenrubrik kommen. Danke dir. Du hattest da vorher die Spendensiegel angesprochen. Ich weiß nicht, ob du da jetzt konkrete Zahlen parat hast, aber es kam auf jeden Fall mehrfach die Frage, was kosten denn so Spendensiegel? Ja, das muss man sich jetzt im Einzelnen nochmal anschauen. DZI-Spendensiegel, da wird sicherlich ein höherer Betrag auch verlangt. Da gibt es auch gewisse Vorgaben. Ich meine, dass man erstmal über 2, 3 Jahre selber auch Spenden gesammelt haben muss und als gemeinnützig anerkannt ist. Das müsste man sich im Einzelnen nochmal anschauen. Ich kann sagen, von uns als Organisation, wir nutzen eben dieses Siegel von der Initiative Transparente Zivilgesellschaft. Das ist kostenfrei. Da muss man gewisse Fragen auch beantworten. Man muss gewisse Transparenz auch herstellen, den Jahresbericht zur Verfügung stellen, kenntlich machen, wer im Vorstand der Organisation ist, wie die Organisation aufgebaut ist. Man muss meines Erachtens auch kenntlich machen, wenn gewisse Spenden einen sehr, sehr hohen Anteil am Gesamtspendenvolumen ausmachen und dergleichen. Das ist kostenfrei. Dann kann man auch dieses Siegel einsetzen, dieses Logo, was Sie gesehen haben. Das ist jetzt für uns als Organisation einfach ein guter erster Schritt gewesen, um zu signalisieren, wir gehen da transparent um, auch was mit den Spenden passiert, wie wir uns finanzieren und dergleichen. Im Detail kann ich das aber nicht beantworten. Da möchte ich Sie bitten, einfach nochmal auf die Internetseiten der Organisation auch zu gehen und sich das mal anzuschauen, wie da die jeweiligen Vorgaben sind. Danke dir. Ich glaube, du hattest das in deiner Präsentation bereits gesagt. Ich bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher. Es kam die Frage, wie hoch ist denn im Schnitt die durchschnittliche Online-Spende? Also für den Online-Spendenbereich kann ich das nicht sagen. Ich meine, dass es da auch gar keine verlässliche Studie, Statistik gibt.
Es gibt eben diese Bilanz des Helfens, wo man das sehen kann, dass grundsätzlich, was Spenden anbelangt in Deutschland, pro Spendenakt das um die 40 Euro sind. Für die Online-Spenden, das können sicherlich einzelne Organisationen ja selber messen, wenn sie da entsprechend auch ja, gewisse Tools einsetzen. Wir nutzen beispielsweise jetzt von Better Place dieses Tool, dieses kostenfreie und können dann über diese Datenbank, über dieses Online-Portal das herauslesen, meines Erachtens auch natürlich eine Entwicklung sehen und dergleichen. Das ist natürlich dann ein Riesenvorteil, wenn man nochmal so ein Programm im Hintergrund hat, wo man dann nochmal gewisse Entwicklungen nachvollziehen kann, wo man sehen kann, wie viele Spenden sind das überhaupt in der Anzahl, wie viele Spenden gibt es pro Monat, pro Jahr und dergleichen, wo man eine gewisse Entwicklung nachvollziehen kann und wo man vielleicht auch nochmal pro Spendenakt das in dem Einzelnen nachvollziehen kann. Das muss man jetzt sich jetzt aber natürlich nochmal anschauen, wie das bei den jeweiligen Spendenformularen, die man da einsetzt, dann aussieht. Bei den kostenpflichtigen bin ich mir ganz sicher, dass das da auch entsprechend auswertbar ist, was das dann pro Online-Spende dann im Einzelnen auch im Durchschnitt ist. Danke dir. Weil du es gerade auch nochmal angesprochen hast, Better Place. Es kamen ein paar kritische Meinungen zu Better Place im Chat. Unter anderem, dass ja, Better Place Spender abwirbt, weil sie für andere Spenden animieren, nachdem die Spende getätigt wurde. Oder dass man nicht direkt die Spenderdaten erhält. Kannst du dazu vielleicht nochmal kurz was sagen? Das ist richtig. Das ist richtig, dass jetzt die Spenderdaten selbst, ich meine, nur nach Einwilligung der Spender in dem jeweiligen Online-Prozess dann auch an die Organisation gehen. Die Spendenbescheinigungen werden selbst von Better Place ausgestellt und nicht von der Organisation. Das ist sicherlich ein kritischer Punkt, dass eben die Spenderdaten, und das ist ja mit das höchste Gut im Spenden und bei der Spenderkrise, dass die nicht zwangsläufig zu der Organisation, die die Spenden erhält, dann auch wandern. Das ist meines Erachtens bei Help Direct anders gelöst. Das ist auch kostenfrei, aber die Spenderdaten gehen aus meiner Sicht immer auch an die Organisation. Das ist so jetzt, glaube ich, der Wermutstropfen dafür, dass es kostenfrei ist. Und das ist ja immer das Thema, wenn etwas kostenfrei ist, dass es da sicherlich auch etwas gibt, was dagegen spricht. Schauen Sie sich das einfach nochmal an. Wir setzen das jetzt ein in der Form, aber das ist ein wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen und monieren und auch, dass natürlich dann mitunter nochmal andere Organisationen, wenn man dann über Better Place spendet, da auch dem Spender angezeigt werden und dann vielleicht der Spender nochmal auf den Gedanken kommt, eben diese anderen Organisationen zu unterstützen. Von daher, ja, kostenfrei ist gut, aber das bezahlt man dann vielleicht auch mit dem einen oder anderen Nachteil. Von daher auch natürlich abwägen, was spricht dann auch vielleicht für kostenpflichtige Angebote, selbst wenn es dann gewisse Gebühren dann auch kostet. Super, ganz lieben Dank für die Beantwortung der vielen Fragen. Es kamen noch einige rein, aber wir sind jetzt leider schon am Ende. Liebe Teilnehmenden, ich hoffe, Sie haben heute einen guten Einblick darin erhalten, wie Sie Ihre Webseite gestalten können, um mehr Spenden zu generieren. Am 13. Juli geht es bei uns weiter im Webinarprogramm, dann mit dem Thema Spenderinnenstudie 2023. Wie spendet die Dachregion? Ich habe Ihnen den Link dazu in den Chat geschickt, aber Sie können gerne auch einfach auf unsere Webseite gehen und sich hierfür noch anmelden. Und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir, Matthias Marx, bedanken für den tollen Input, aber auch bei Ihnen, liebe Teilnehmenden da draußen, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen allen noch einen wunderschönen Tag und freue mich, Sie bald bei einem unserer nächsten Webinare wiederzusehen. Herzlichen Dank auch an dich, Marina, und Ihnen auch weiterhin viel Erfolg und kommen Sie gerne nochmal auf mich zu bei konkreten Fragen. Vielen Dank. Danke dir. Wiederschauen. Tschüss.